Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, Live-Action heute wieder mal bei mir. Ich mache heute mal die Nummer 1 hier relativ spät. Ihr seht's, wir führen 36, 31, sehen uns auch noch andere Kämpfer an. Aber wir gucken uns mal die Base hier an, die ich jetzt gleich eigentlich machen will. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich sie mache, aber irgendwie will ich hier mit Bowlern dieses Rathaus hier erreichen und dann vielleicht noch den ein oder anderen Prozent mehr. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich schalte jetzt gleich mal um. Meine Truppen sind, glaube ich, noch nicht ganz fertig auf mein Tablet-Device. Und, doch, sie sind gerade fertig geworden. Okay, dann schalte ich mal um und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da sind wir auf meinem Mobile Device und ich muss sagen, RH10 ist ja schon ein geiler Rathauslevel. Guckt euch das mal an, die Mauern hier. Überall läuft hier Lava runter, wo ich die so im Zickzack habe. Auch hier am Rathaus, aber wir wollen ja hier einen Angriff machen. Okay, dann legen wir mal los. Wir haben noch 19 Minuten. Ich mache noch die 1 hier, mal sehen, ob wir da den zweiten Stern noch rausbekommen. Und ich lege auch gleich los. Ich habe mit AFA hier einen Stern geholt. Unglaublich, mit meinem RH9 Account. Da zeige ich euch auch, wie man sowas machen kann. Aber ich lege hier jetzt erstmal los, sage jetzt hier an der Stelle Attack. Ich habe alle Truppen, es ist alles grün. Und dann legen wir mal los hier live. Das hat es ja auch in einer Folge hier von mir in der Form so noch nicht gegeben hier. Ich muss mal gucken, wie ich hier jetzt meine Ghoulis setze. Ich denke mal, wir gehen so rein. Denn ich will hier will ich die Mauer aufmachen. So, da muss die Mauer aufgehen. King und Queen hinterher. Da geht die Mauer in jedem Fall schon mal auf. Das ist richtig krass, muss ich mal so sagen. So, und jetzt hauen wir hier mal unsere Bowler rein. So. Jetzt gucken wir mal. Oh nein! Alter, ich habe schon wieder alle Truppen hier verpasst. Manometer. So ein Mist hier. Alle Truppen hier schon wieder verpasst. Eieieiei. Komm, springt da noch rein. Macht hier noch den ein oder anderen Prozent für mich? Nein, machen sie nicht. Ich schaffe mit meinem RH9er. Oh nee, ich schaffe mit meinem RH9er hier 1%. Nicht 1%, sondern 1 Stern und mit meinem RH10 29%. Oh. Viel zu hektisch hier, also das müssen wir noch üben hier. Pech für Egon, würde ich mal so sagen. Und das sage ich ja auch immer sehr, sehr gerne. Das muss ich auch mal gerade tippen. Okay, ich springe mal wieder um auf das andere Device und dann gucken wir uns hier die schönen CK-Angriffe einmal an. So, da bin ich jetzt wieder zurück auf meinem anderen Device und wir sehen hier nochmal, ja, vielleicht eine Live-Test. Das wissen wir noch nicht, aber ich glaube, dieses Mal schafft der Gegner hier auch unseren Iceman. Denn der hat die ganze Zeit jetzt gehalten mit dem RH12 hier. Das ist schon richtig, richtig krass. Und mit geballter Kraft eines RH11ers geht es hier jetzt durch die 9er Base. Mal gucken, ob wenn die 9er Base hier jetzt auch gegen den 11er hält, also dann wäre das schon ein Wunder. Meine Base hat heute mal richtig gut gehalten. Dreimal gegen RH11 gedefft, das heißt also zweimal ein Stern und einmal zwei Sterne eben ganz, ganz knapp. Und ich habe noch einen Angriff mit dem Alex gleich zu machen. Es sind noch 4 oder 5 Minuten jetzt, dass der CK gleich endet. Aber ja, wir können ruhig mal hier, denke ich mal, auch einen Dreier des Gegners zeigen. Aber ihr müsst euch überlegen, 6 auf 12. Ja, das ist ein RH11 hier auf RH9, weil der Gegner noch versucht, die letzten Sterne hier rauszuholen. Aber ich denke mal, das reicht an der Stelle nicht. Und wir werden diesen Clankrieg wohl oder übel gewinnen. Also für den Gegner jetzt wohl oder übel. Wir haben sogar 6 Zuschauer auf unserer Seite, ein Zuschauer auf der gegenüberliegenden Seite. Ich denke mal, da interessiert das auch keinen mehr, dass hier ein 11er 3 Sterne auf einen 9er holt. Ja, mein Gott. Ne, immer noch 36, 33 und ich glaube, dass mit den verbleibenden Angriffen hier, wir haben hier noch 1, 2, 3 Angriffe hat der Gegner zwar noch, aber es ist schon schwer hier die Sterne noch rauszuholen, um auf 37 zu kommen. Deswegen mache ich jetzt ganz geschillt meinen Angriff mit dem Alex. Und dann machen wir hier weiter.
Ja, mein Angriff war wirklich, wirklich mies und ihr habt es ja auch im Thumbnail schon gesehen. RH9 rockt hier RH11. Aber wie es eigentlich dazu kam, ihr seht das hier, wir haben gewonnen 36, 33, 15er CK. Das sind ja die, die ich sowieso so liebe. Und schauen aber mal, ich denke, das lag diesmal so ein bisschen an unserer relativ guten Def hier oben. Haben wir fast nichts anbrennen lassen, außer bei der 1. Das sieht also da sehr, sehr gut aus. Hier unten waren es ja auch nicht ganz so viele RH9er, muss man dazu sagen. Und die paar, die wir dann hatten, haben wir auch ja, relativ schnell zugehabt und konnten uns danach mit den RH9 auch auf RH10 stürzen. Das hat auch funktioniert. Ich habe auch mit dem Alex-Account 50%, also 2 Sterne auf ein RH10 gemacht. Die standen da auch ganz schön lange, muss ich sagen. Und diesmal ja, habe ich vor allen Dingen mit meinen Accounts, Eigenlob stinkt ja immer, mit dem RH9-Account hier viel, viel mehr gerissen als mit meinem RH10. Aber ist alles nicht so tragisch. Wir sind ja eine gemeinsame Truppe und gewinnen und verlieren hier auch gemeinsam. Deswegen sieht das hier auch niemand irgendwie krumm, wenn man mal wirklich Scheißangriffe macht, auch über ein paar CKs her. Das sind Phasen, die du haben kannst. Das ist mal, ja, das ist mal eine schlechte Laune oder auch wirklich irgendwo so ein Zeitabschnitt, der nicht richtig passt. Und aber hier bei dem Angriff von 15 auf 15 vom Fips hat alles gepasst hier. Gerade noch so, ich meine, jetzt geht die Queen hier, die ist noch voll im Futter, kann noch gezündet werden. Und hier unten, ihr seht das, der Lucky. Ja, der Lucky, der macht hier das Rathaus wunderbar. Aber hier ist natürlich noch das dicke Lager bzw. die Clanburg, die noch so fürchterlich viele Hitpoints hat in der Mitte. Und ich denke mal, da hat der Lucky noch ganz schön dran zu kämpfen. Aber hier kommen noch mehr Luckys von außen jetzt. Okay, die werden das machen, denn ich denke mal, die Queen wird die Mitte nicht mehr erreichen. Aber die Luckys machen das da schon in der Mitte. Und so waren das hier. Schöne 3 Sterne hier. RH9 auf RH9 mit einem schönen Golalohn. Immer wieder nett zu sehen. Ist auch nach wie vor meine, ja, nicht ganz so bevorzugte Armee. Aber es ist eine schöne Armee hier. Wir sehen hier den Iceman im Moment mit seiner bevorzugten Truppe, die nicht immer funktioniert. Ja, also Only Hexen mit 3, oh, mit 3 Golem diesmal. Okay. Schön den Sprung hier reingesetzt. Da kommt man schon mal fast rein in den Chor hier. Hat noch einen zweiten Sprung hier dabei. Den lasse ich jetzt auch mal so laufen, wie er ist. Denn der ist wirklich schön geworden hier. Und der Iceman hat auch gesagt, er möchte eigentlich gar nicht mehr seine Helden leveln, weil sie dann natürlich ausfallen und er leider nicht im CK dabei ist. Also es gibt schon bei uns ein paar viele Spieler, die echt CK geil sind. Aber ja, schön wäre natürlich immer, wenn man beide Helden dabei hat und an der Stelle immer kampftauglich ist. Aber du kannst auch nicht alles vorgeben. Dafür sind wir auch eine Casual-Truppe, also das ist hier jetzt nicht so das Overhyping Gaming, sondern das ist hier schon, wer seinen Held macht, der setzt hier ganz brav eine Woche lang aus. Wenn er dann einen Tag sagt, komm, ich gamme einen Tag vor oder so, ja, das ist dann seine Entscheidung. Das kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich denke mal, das hat hier so ein gesundes Mittelmaß auch gefunden. Wobei wir jetzt echt wenig im CK sind, im nächsten CK. Das ärgert mich so ein bisschen. Wir sind nämlich nur 14 von 46 Leuten. Und das kann natürlich gar nicht sein. Also das ist hier in unserem Clan, wir sind hier ein richtiger CK-Clan. Eigentlich ist es sehr, sehr schwach, aber ich mag gucken. Ich denke mal, wir kriegen die 20 noch zusammen, denn wir würden auch gerne mal wieder am Wochenende ein 30-30 spielen, wenn nicht sogar ein 40-40, aber bis das soweit ist, weil auch wirklich viele, viele ihre Helden machen. Mittlerweile hat es ja, glaube ich, jeder bei uns begriffen, dass die auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg sind. Und ja, klar, da machen die Leute natürlich ihre Helden. Aber zwischendurch, denke ich mal, kann man immer mal ein CK hinterher spielen, es sei denn, man schafft es, dass man das Dunkle immer wieder für die Helden innerhalb dieser 7 Tage nachfarmt, was dann aber schon sehr, sehr schwer ist. Hier sehen wir einen zweiten Angriff von Hocke auf die Nummer 10, hier ein RH10. Auch sehr schön gemacht, hier Clanburg schön gelockt. Ein Drache und 3 Loons da drin. Sicherlich vom Event. Dann spenden die Leute oder machen die Clanbogen so voll. Aber gut, ist eigentlich nach wie vor, ja, ist eigentlich eine gute Kombi. Sowohl gegen Erd- als auch gegen Lufttruppen. Bist du da ja gewappnet. Denke mal, dass
der Hockey aber andere Ziele hatte, nämlich eine La auszuschalten. Gar nicht mal so die Infernos, die waren hier auf Level 1. Das ist ja noch nicht so wirklich hoch und tut auch eigentlich den Loons nicht so wirklich weh. Und deswegen irgendwie hier gefunnelt. Queen ist immer noch zündbar. Nee, ist nicht mehr zündbar, ist schon gezündet worden, aber das Kill Squad lebt immer noch. Und je mehr das Kill Squad nach wie vor wegmacht hier, noch schön den Flächenschaden hier noch weggenommen jetzt mit dem Magierturm. Und dann kommt er auch hier oben schon rein mit seinen restlichen Truppen, also mit den Lava-Hunden und den Loons. Beides mittlerweile auf Max-Level hier beim Hocke. Und schön reingegangen hier. Okay, da hat er jetzt noch ein Inferno mal doch mal gefriest. Okay, kann man mal machen. Jetzt ist der Feger endlich weg und jetzt können die Loons auf der linken Seite nämlich richtig schön hier durch die Base fliegen. Das hat richtig Spaß gemacht, den Angriff hier zuzugucken. Und ja, dann seht ihr selber, wie viele Lakis hier jetzt in der Base sind. Boah, voll die Laki-Flut hier mit Welpen und noch den Lakis von seinen Truppen aus. Und jetzt müsste schon eine mega Luftbombe in der Mitte sein. Aber guckt euch das mal an. Zack, 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 bam. Weg ist das Rathaus hier in der Mitte. Mit schätzungsweise 20 Lakis hier mal eben gemacht in 2 Sekunden. Also richtig tolle Angriffe hier. Im oberen Bereich waren die Angriffe auch nicht schlecht. Ihr seht das hier, 90% vom Gookie, 70% vom Daywalker, 85% vom Mustango. Den schauen wir uns mal an. Ah, schöne Ringbase hier, schöne. Ja, maxed out ist es ja noch nicht. Die Infernos gehen jetzt ein Level hoch. Da sind einige bei uns auch mittlerweile dabei und haben die Infernos so richtig schön hoch. Oder haben die noch nicht hoch? Doch, einer hat ein Inferno schon auf Max-Level, also auf Level 5 an der Stelle. Aber kommt hier eigentlich gut rein. Oh, mit der Masse der Truppen hier unten in die Base. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie das hier überhaupt so ausgehen konnte. Aber der King in der Mitte, boah, der tankt jetzt. Und jetzt die Bowler mit den vielen, vielen Hexen hier. Okay, das sind an der Stelle dann richtig Mass-Troops hier in der Mitte. Und da kann die Dev sich auch, denke ich mal, fast noch so stark wehren. Da hast du keine Chance, da fällt das Rathaus in jedem Fall. Und warum sind das hier eigentlich keine 3 Sterne geworden, frage ich mich. Weil es sind ja noch so viele Truppen jetzt am Leben. Ah, okay, der Inferno in der Mitte schnetzelt natürlich jetzt ganz gut hier gegen die Hexen. Und irgendwann sind die Hexen natürlich auch selber dran, weil sie nicht mehr schnell genug die Skelette nachspawnen. Aber jetzt gehen ein paar Truppen auch ein bisschen schon mal nach außen zum Kämpfen. Aber immer noch die Bowler. Oh, jetzt die Riesenbombe. Die tat ein bisschen weh. Aber ich denke mal, immer noch gutes Ding hier. Und ja, schöner 2-Sterner hier auf die Nummer 5. Also schon ein sehr, sehr starkes Rathaus. Das hat an der Stelle hier auch gereicht. Der Gegner hat, habe ich ja schon gesagt, bei uns im RH10-Bereich von RH11 so ein bisschen geschwächelt. Wäre da ein bisschen mehr gekommen vom Gegner, weil sie waren auch wieder mal nicht schlecht, dann hätte das hier ganz anders aussehen können. Aber ihr habt das gesehen, unser Iceman musste schon vom 11er gemacht werden als RH9. Und das ist natürlich krass, wenn hier ein 11er, wenn hier ein RH9 so lange defft, bis ein RH11 ihn schafft. Also dann ziehst du natürlich wirklich viele Angriffe auf dich, so wie ich das mit dem Thorsten ja auch getan habe, mit meinen 3 Devs hier. Also auch von wirklich starken RH11ern. Zweimal gedefft, beziehungsweise dreimal, also keine 3 Sterne kassiert, für mich als 10er, ja schon fast unüblich. Ja, und was dann hier oben ja passierte, auf die 1 haben wir es ja nicht geschafft, der Master hatte hier 48% geschafft, ich mit meinem RH10, das habt ihr live gesehen, ja, absolut abgelost, aber davor habe ich mit dem Avatar angegriffen, jetzt guckt euch den Avatar an, ich meine, er hat keinen Stern mehr gerissen, ja, aber er hat hier 1 Stern geholt. Ja, und das ist ein RH9-Angriff auf RH... das ist der gar nicht, entschuldigt bitte. Da bin ich gerade eine Zeile zu tief verrutscht in die War-Events. Okay, halt. Hier ist der Avatar. Hier ist der Avatar auf die 1. Und so kann man das auch machen. Ich wollte eigentlich nur testen, wie es geht. Ja, wie komme ich hier in diese Base rein? Ja, alle weggucken jetzt, den ich immer sage, nimm kein Erdbeben. Ja, aber hier, schaut mal. Alles aufgemacht, ja? Alles aufgemacht hier. Hier schön die Lücke hier zwischen dem Lager und der Def hier und eigentlich nur noch das RH offen. Und jetzt guckt euch den Angriff hier weiter an. Also ich habe ihn auch selber genossen.
weil ich natürlich auch selber hier am Tablet saß und habe gedacht, boah, das packe ich. Ich packe das als RH9 hier und als RH10 habe ich hier total versagt. Da setze sogar jetzt noch Mauerbrecher, die wären auch noch durchgelaufen, sehe ich gerade. Okay, die habe ich auch nur aus Verlegenheit dabei gehabt, falls irgendwas mit dem Aufsprengen nicht richtig klappt. Und kann mich hier aber doch gegen die Hexen ganz gut durchsetzen. Hab jetzt noch 10 Walküren im Petto. Der Funnel ist mir hier richtig gut gelungen. Die Walküren werden in jedem Fall hier voll in die Mitte rennen. Beziehungsweise werden hier zumindest in diese Base reinrennen. Und jetzt guckt mal, die Queen hier. Ja, die Queen ist nämlich auf einem richtig guten Weg. Jetzt kann ich auch wieder sagen, Mensch, Eigenlob stimmt, aber als die Queen hier auf dem Rathaus schon war, noch nicht gezündet und nur von dem Inferno einen Beschuss kriegt, okay, da ist eine Riesenbombe, aber zack, da fällt das Rathaus, ja. RH9 auf RH11 mit einem Stern, ich finde das sehr, sehr gut. Wenn das der entscheidende Stern gewesen wäre, also wäre auf dieser Base noch kein Stern gewesen, wäre das der Oberhammer gewesen, aber auch so war es für mich eigentlich schon mal wieder so ein Zeichen. Na, Thorsten, als RH9, Max Out oder fast Max Out, ein paar Level gehen ja noch bei den Helden beim Avatar, dann kann das hier in jedem Fall was werden. Also, hier hat nicht viel gefehlt. Der Gegner hat auch gut angegriffen. Wir schauen hier mal. Ja, also 2 Angriffe fehlen noch, aber ich denke mal, da war auch die Einsicht da, dass nichts mehr geht. Endlich wieder grün hier im Kriegslog. Und ich denke, das waren auch schöne EP, die wir gemacht haben, 185, also unser Ziel hier auf Level 14, ja, ist damit wieder ein paar EP rangerückt und mehr wollte ich eigentlich auch heute nicht machen, aber ich habe es total vergessen, ich wollte hier auf jeden Fall noch was starten, so, das geht jetzt auch auf die letzte Reise, also noch 2 Tage, ich denke mal, dann werde ich auch hier auf RH oder BH heißt es ja, BH5 gehen. Aber ich stoße hier jetzt nochmal dieses Ding hier an. Oh ne, 450.000, da fehlt mir jetzt noch ein ganz kleines bisschen was. Habe ich die jetzt gar nicht angestartet? Habe ich gar nicht. Oh, okay. Dann habe ich sie jetzt angestartet. Also ich fahre mir noch ein bisschen nach, kann gleich noch ein paar Sterne machen. Nur so als Update, ganz am Ende, ganz nebenbei. Zu dem Stream am Wochenende sage ich denn morgen erst was. Leute, der volle Hype hier. Ich weiß gar nicht mehr, was los war. Und aber lasst euch überraschen. Da werdet ihr auf jeden Fall was von mir hören und ich verbleibe euer Toto Clash.